Oh, gut, ich hör auf mit Paddel. Servus Jungs, schön, dass wir hier jetzt zusammen an den fertigen Plätzen schon mal stehen können. Stellt euch doch gerne einmal kurz vor, wer seid ihr und wie seid ihr zum Paddel gekommen? Ja, ich bin Jonas Müller, bin 24, bin zweiter Vorsitzender hier im Verein und ja, zum Paddel sind wir gekommen, weil wir mal von Espelkamp gehört haben, dass sie Paddelplätze haben und da sind wir vorbeigefahren und haben uns mal angeguckt und waren sofort begeistert. Ja, hi Böni, mein Name ist Roy Büscher, ich bin Sportwart hier im Verein. Bin 26 Jahre alt und bin eigentlich aus dem gleichen Grund wie Jonas zum Paddel gekommen. Wir waren damals zusammen in Espelkamp, hat uns sofort gefallen, wir hatten direkt Bock und haben uns dann direkt das Ganze zur Aufgabe gemacht, es hier zum TCF zu bringen. Was war das, was euch in einem Espelkamp besonders gut gefallen hat? Also wieso hat euch das direkt so angesteckt? Ja, es gab mehrere Gründe. Ich weiß noch, es war irgendwie im August, schönes Wetter, spanische Sonne, kann man so sagen. Wir waren da, haben uns ein schönes Kühlgetränk genommen und es war direkt so eine lockere Stimmung. Wir hatten direkt geile Ballwechsel, hatten Spaß zusammen, es war kommunikativ und das waren eigentlich so die Hauptgründe, die uns so direkt gesagt haben, okay, das ist irgendwie eine besondere Sportart und die wollen wir hier im Verein haben. Ich sag mal, ich sehe jetzt hier schon, heute Abend ist hier schon auch ein bisschen was los. Die Plätze stehen noch nicht so lange hier. Läuft das hier schon ganz gut so mit Aktivität auf den Plätzen oder wie habt ihr das hinbekommen, auch das hier so zu aktivieren überhaupt? Wir haben einmal pro Woche ein After-Work-Paddel, immer mittwochs und das ist auch relativ gut angelaufen. Wir haben da gute Teilnehmerzahlen, glaube ich, eigentlich ganz zufrieden fürs erste Halbjahr. Klar, die Leute müssen erstmal auf den Platz kriegen und das Schwierige ist erstmal, dass die Leute Spielpartner finden, weil man immer halt vier Leute braucht. Aber wir haben jetzt schon so ein paar Truppen zusammen, die ja, Spaß zusammen haben, Paddel spielen und es wird von Woche zu Woche eigentlich mehr. Ihr musstet euch ja einmal durch dieses ganze Platzbauthema durchkämpfen im Prinzip. Was würdet ihr den Leuten, die jetzt sagen, okay, wir haben vielleicht auch Paddel auf irgendeiner Anlage gesehen, mitgeben auf den Weg? Was ist wichtig? Was sind vielleicht so die Hürden, die einem im Rahmen des Platzbaus begegnen? Und was fällt einem vielleicht ein bisschen einfacher? Da muss man, glaube ich, differenzieren. Und zwar einmal das Thema, dass man einen bestehenden Tennisplatz umfunktionieren möchte in einen Paddelplatz. Da sind die Hürden ein bisschen geringer, würde ich sagen. Bei uns war es jetzt so, dass wir jetzt hier auf dem freien Acker, sage ich mal, gebaut haben. Man muss sich eine Baugenehmigung einholen und man muss das Ganze eigentlich mit Architekten von vornherein planen, was natürlich extrem aufwendig ist, extrem zeitintensiv ist. Ja, und wie gesagt, ist einfach, wo viele Hürden auch zu nehmen sind. Wir haben viel mit anderen Vereinen telefoniert, haben uns, ja, auch im Internet schlau gemacht, ja, möglichst einfach breit aufgestellt und haben dann mit verschiedenen Anbietern gesprochen, sind dann natürlich auf euch gekommen und haben das Ganze dann mit euch zusammen ja eigentlich hier super geplant und auch super hinbekommen. Was habt ihr so für Ziele hier jetzt mit Paddel im Club? Also was verfolgt ihr jetzt auch irgendwie mittel- und langfristig für Ziele hier mit Paddel im Verein? Ja klar, also Mitgliederzahlen natürlich immer wichtig. Wir haben das Glück, dass wir ein relativ großer Verein sind. Und ja, von diesem Mitgliederschwund, den es ja in Deutschland im Tennis gibt, noch nicht so betroffen sind. Wir haben relativ stabile Mitgliederzahlen, aber natürlich wissen wir, dass sich das auch in Zukunft ändern kann und wir wollten einfach präventiv ja, den Verein noch mal ein bisschen modernisieren. Und durch diese zwei Paddelplätze ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen, noch mal auch ein neues Zielpublikum anzusprechen. Neue Leute, die vielleicht im Tennissport ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, aber Paddel ganz cool finden und ja, so das Vereinsleben auch nochmal auf ein neues Level zu heben. Ihr habt auch den Vorteil, dass ihr ein sehr junger Club seid, zumindest halt eben was den Leistungssport angeht, habt ihr genug Leute, die jetzt erstmal das auch ziehen können und natürlich auch erstmal als Ansprechpartner da bereitstehen. Aber was vielleicht die kurzfristigste Zielsetzung sein sollte, ist, dass ihr heute im Padellopong gewinnt. Und zwar gegen niemand anderen als mich. Ne? Und da würde ich euch jetzt ganz herzlich erstmal auf den Platz. Wir scheuchen die Jungs mal vom Platz runter hier. Das sieht zwar schon sehr gut aus, was macht Poldi jetzt hier? Ah, der Bandecher durch die Mitte. Ja, wir haben ja den Vorteil, dass du heute nur ein Auge zur Verfügung hast. Eben, genau. Ich sehe die Bälle vielleicht nicht ganz so richtig. Ja. Aber wir gehen jetzt mal auf den Court und dann schauen wir, was die Jungs da so drauf haben. Jawohl. So, da befinden wir uns dann jetzt auf dem heiligen Platz von Herford. Eine Runde Padellopong, wir machen einen Dreiervergleich. Jeder hat die 7 Schüsse, 6 normale und einen Golden Shot. Und ich würde sagen, wir spielen um das Bierchen gleich an der Theke. Wer will anfangen? Raul, fängt an? Okay, Attacke, los geht's. Keine Aufregung. Ja, die ersten drei ohne Bande, die zweiten mit Bande. Genau das nicht. Der zählt nicht, leider. Der zählt. Mist. Die zweiten drei. Das bitte. Eins. Der ist auch gut. Zwei. Der ist auch gut. Drei. Das macht er stark. Und der Golden Shot hinterher. Den hat übrigens noch niemand getroffen im Wettbewerb. Insofern, lasst die Spiele beginnen. Oh!
Schade. Okay, drei Treffer bei Raul. Ich bin gespannt, wo du danach ziehen kannst. Eins, zwei, drei. Na gut, das lief schon mal schlechter. Jetzt bloß nicht nervös werden. Vier. Fünf. Ah, doch nur vier. Und der ist auch nicht drin. Der ist dazwischen. Der ist dazwischen. Damit sind wir auch bei, damit sind wir bei vier. Vier ist übrigens aktuell der Highscore von Poldi. Aber der tut natürlich, der in der Mitte tut natürlich richtig weh, ne? Der tut weh. Aber Golden Shot, Möglichkeit auf 6. Bitte. Oh, schade, gute Länge. Oh, gut, da haben sie gut vorgelegt. Dann gucke ich mal, was ich dann nachziehen kann. Oh, aua. Eins. Okay, das ist dünn bisher. Ach, scheiße. Oh, habe ich das lange nicht mehr gespielt. Ja. Ich brauche den Golden Shot gleich. Der bringt ja nichts. Doch, den Ausgleich kannst du doch bringen. Spaß sieht anders aus. Okay. Ja. Oh, gut, ich höre auf mit Paddel. Ich überreiche den Siegerpokal an Jonas. Sehr gut gezockt. Bravo. Raul auch dreimal so gut wie ich. Insofern gut gemacht. Ja, das Bier geht dann wohl auf meinen Deckel. Gut gemacht, wirklich stark. Von mir wirklich sehr schwach, von euch wirklich sehr stark. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Hat Bock gemacht und ist immer wieder eine Freude, wiederzukommen. Insofern danke und euch gebührt das letzte Wort. Ja, wir haben Danke zu sagen. Schön, dass ihr da wart. Uns hat es mega Spaß gemacht. Ihr seid natürlich jederzeit herzlich willkommen wieder hier und ja, wir freuen uns auf das nächste Wiedersehen hier bei uns auf den Plätzen. So machen wir das und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, dass euer Verein auch mal vorgestellt wird, dann schreibt gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns vielleicht auch mal bei euch im Club. Bis die Tage, macht's gut.